So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung. Auch heute das beherrschende Thema Corona. Über die Besprechung informieren Sie Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Dann zwei Gäste noch, zwei Externe, die auch im Kabinett gesprochen haben. Zum einen Professor Gerald Haug, der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, und Frau Susanne Breit-Kessler, die Vorsitzende des Grundrechtsdreierrats in Bayern. Herr Ministerpräsident, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, von meiner Seite auch einen schönen guten Tag. Ich freue mich zunächst mal sehr, dass wir heute zwei ganz hochkarätige Gäste hatten. Zum einen mal die Vorsitzende unseres Dreierrates und Ethikrates, Frau Breit-Kessler, die uns heute auch mal aus ihrer Sicht noch mal beraten hat, wie die nächsten Wochen und Monate die Kommunikation zu gestalten ist, auf was wir besonders achten müssen. Denn Corona ist nicht nur eine medizinische, sondern auch eine stark psychologische und ethische Herausforderung. Und, das ist eine Premiere, den Präsidenten der Leopoldina, dem Wissenschaftsgremium schlechthin, wenn ich das sagen darf, dem mit breiter Wissenschaftsexpertise arbeiten, Bundesregierung und noch viel mehr beraten. Herr Professor Haug, vielen Dank, dass Sie da waren. Thema war natürlich was? Corona. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen. Wir sind in einer sehr ernsten Lage und es ist kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Um uns herum passiert es in vielen Ländern Europa bereits. Nicht nur in Frankreich, in Spanien. Wir haben Meldungen aus Tschechien, wo jetzt viele Maßnahmen schon getroffen werden. Es werden Schulen geschlossen, es werden Gastronomie geschlossen, es gibt wieder regionale Lockdowns. In den Niederlanden hat man entschieden, die Kontaktverfolgung sein zu lassen, weil man es nicht mehr schafft. Gleichzeitig warnt die WHO dringend davor, vor einer entsprechenden Durchseuchung und Herdenimmunität, bezeichnet es als unmenschlich. Überall um uns herum gibt es extrem negative Anzeichen. Deswegen ist es jetzt wichtig, in Deutschland die Weichen zu stellen. Wir müssen jetzt in dieser Woche gemeinschaftlich die Weichen stellen, sonst besteht die Gefahr, dass es außer Kontrolle geraten könne. Und außer Kontrolle geraten heißt, erhebliche Folgen für Leib und Leben zu riskieren. Denn eines ist klar, das hat die Beratung jedenfalls uns heute gezeigt, dieser Coronavirus des Herbst ist nicht schwächer oder weniger gefährlich als der Coronavirus vom März und April. Es sind jetzt bereits ein leichtes Steigen in die Krankenhäuser zu vermelden, Gott sei Dank noch auf niedrigem Niveau. Aber es gibt auch wieder erste Todesfälle. Und vor dem Hintergrund braucht es jetzt eine sehr ernsthafte Besprechung, eine sehr ernsthafte Diskussion. Wir wollen keinen zweiten Lockdown. Aber ein zweiter Lockdown rückt dann näher, wenn es keinen Ruck gibt. Wir brauchen jetzt einen Ruck, indem wir uns ehrlich machen. In Deutschland entwickeln sich die Zahlen sprunghaft nach oben, auch bei uns in Bayern. Wir liegen zwar im Moment in der Relation der Inzidenzien noch etwas unter der Gesamtentwicklung. Wir sind im Moment auf Platz 7 von den Inzidenzien. Wenn man das vergleicht, Bayern hat im Moment zum heutigen Tag eine Inzidenz von 27 aufs ganze Land umgerechnet, etwas über 27. Bremen, Berlin deutlich höher, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Hamburg leicht. Überall wächst es. Dies ist keine Stilkritik, sondern nur eine Beschreibung der Situation. Auch bei uns in Bayern ist die Situation so, dass jetzt 6 Gebiete über 50 sind und 14 über 35. Das heißt, die Entwicklung ist absehbar. Und deswegen mein dringender Appell, wir müssen uns jetzt mit dieser Situation national einheitlich beschäftigen. Dabei ist das Entscheidende die Infektionszahl. Die Infektionszahl ist die Mutter aller Zahlen, weil aus ihr folgen alle anderen weiteren Zahlen, ob Krankenhaus und Ähnliches mehr. Würden wir jetzt die Infektionszahl noch ergänzen durch 3, 4 andere Zahlenwerke, kommen wir nicht weiter. Warum sage ich das? Weil es ganz entscheidend ist, dass wir jetzt keine Angst machen, keine Panik machen, aber dass wir uns einfach ernsthaft und seriös der Problematik stellen. Wir sollen uns Corona nicht schönreden, wir sollen auch keinen Selbstbetrug machen. Wir sollen nicht immer nach Schlupflöchern suchen, sondern jetzt überlegen, was ist das Beste für ganz Deutschland. Und deswegen plädiere ich gerade in dieser Woche für Einheitlichkeit, für Verbindlichkeit und für Verständlichkeit überall in Deutschland. Wir haben morgen eine Ministerpräsidentenkonferenz. Ich glaube, wir sollten diesen Versuch jetzt nehmen aus dieser Ministerpräsidentenkonferenz, ein echtes, klares Regelwerk für alle in den nächsten Wochen zu machen. Und zwar unabhängig, ob die Zahlen etwas höher oder niedriger sind. Denn eines ist doch klar. Wenn die Maßnahmen helfen, höhere Zahlen nach unten zu bringen, dann helfen sie genauso auch, dass niedrige Zahlen nicht steigen.
Und wenn Sie das anwachsen sehen, zum Beispiel auch in Sachsen jetzt leicht, es ist keiner ausgenommen. Corona macht an keiner Grenze Halt, weder in Europa noch in Deutschland. Und deswegen spielen wir im Team Vorsicht und Umsicht und wollen auch keinen Flickenteppich, sondern wollen es entsprechend schaffen, dass wir morgen eine entsprechende Regelung, einen Regelungskanon haben, den die Bevölkerung versteht, die dann auch motiviert wird durch sowas und nicht verunsichert wird. Ich habe für den Donnerstag bereits zu einer Kabinettssitzung eingeladen, um im Zweifelsfall am Donnerstag dann entweder Maßnahmen danach zu vollziehen oder auch diese MPK dann noch einmal zu bewerten. Das ist für uns jetzt das Entscheidende. Wir müssen jetzt Corona ausbremsen, bevor wir echte Notbremsen machen müssen. Entscheidend wird dabei sein in den nächsten Wochen, wie gehen wir damit um. Wir haben gesehen, dass das, was wir als Bayern gemacht haben, als Weg durchaus Akzeptanz findet. Am letzten Freitag war ja die Besprechung der Oberbürgermeister mit der Kanzlerin. Dort wurde das, was wir jetzt in Bayern machen, wird ja überall ähnlich nachvollzogen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Deswegen liegt auch da der Schlüssel darin. So haben wir uns heute auch beraten. Die nächsten 4 Wochen sind also entscheidend. Die nächsten 4 Wochen sind entscheidend, ob wir dann ein entspannteres Weihnachtsfest feiern können oder ob sich das alles kulminiert mit den entsprechenden Sorgen und Risiken da. Wir dürfen jetzt nicht warten. Zu den Konzepten ist ganz klar, mehr Maske, weniger Alkohol und weniger Feiern. Ich will nochmal zu der Maske das ausdrücklich sagen, so wurden wir heute auch beraten. Die Maske ist das wirksamste und verhältnismäßigste Mittel in Relation zu allen anderen. Abstand halten, ja. Desinfizieren, ja. Maske, Zusatzinstrument, hilft enorm. Die Maske ist sogar ein Instrument der Freiheit. Warum? Mit mehr Maske ist mehr möglich an Normalität. Mit weniger Maske sind Einschränkungen eher wahrscheinlich. Wir haben jetzt schon überall in Bayern, unabhängig von der Inzidenz, Masken. Beim ÖPNV, im Handel, in der Gastro. Und es funktioniert da auch in der praktischen Anwendung, eben auch in der Schule. Deswegen ist auch mein Appell für morgen, wir brauchen erweiterte Maskenpflichten überall in Deutschland. Wir müssen uns überlegen, wo an welcher Stelle, an öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden, aber auch an Begegnungsflächen. Wir haben heute gehört, in Fahrstühlen zum Beispiel, ähnliches mehr, selbst in Wohnhäusern. Wo ist, und den Katalog sollten wir arbeiten, wo ist der beste Ansatz für mehr Maske? Weil mit mehr Maske können wir die Entwicklung verzögern, eindämmen und damit leichter kontrollieren. Das Zweite ist das Feiern. Wir sind keine Spielverderber, ja, sondern wir sind ehrlich lebensfrohe Menschen. Das gehört zu uns dazu. Nur wenn wir da an der Stelle nicht klare Regeln für alle haben, diese Feiern der nächsten 4 Wochen einfach etwas kleiner und kontrollierter zu machen, dann werden die großen Feiern an anderer Stelle nicht stattfinden können. Deswegen unterstütze ich übrigens auch wie hier in der Stadt München, wenn Alkoholsperrstunde schon auf 22 Uhr gemacht wird, weil es ein sinnvoller und notwendiger Weg ist, das an der Stelle zu machen. Und ich freue mich sehr, dass heute in einer Umfrage die Mehrheit der deutschen Bundesbürger auch bei einem Verstoß gegen Masken zum Beispiel 250 Euro entsprechend unterstützen. Diese Maßnahmen möchte ich, dass wir morgen diskutieren und ich hoffe sehr, dass wir zu einem einheitlichen Ergebnis kommen, denn ich glaube, dass das jetzt ganz entscheidend ist. Das wäre eine verpasste Chance, wenn wir morgen nur zusammenkommen und darüber reden, aber keine Entscheidungsgrundlagen fällen. Mein Gefühl ist und mein Bewusstsein, dass es zunehmend bei vielen, vielen wächst und zwar unabhängig von Parteizugehörigkeiten, dass es jetzt einfach ernst wird. So kann man es, glaube ich, sagen. Wir haben heute noch einmal zusätzlich einiges gemacht. Wir haben die Gesundheitsämter, werden wir stärken. Ich werde auch die Woche noch das große Gesundheitsamt in München besuchen. Wir werden die Gesundheitsämter stärken müssen. Wir haben es jetzt nochmal in Bayern entschieden, dass wir da stärker werden wollen. Und zwar werden wir nochmal 2000 zusätzliche Abordnungen machen für alle Gesundheitsämter in Bayern. Davon 1000 Beamtenanwärter und 1000 aus der Polizei, die die Gesundheitsämter dann im Laufende der Woche, Anfang nächster Woche verstärken können, um das Kontakttracing wirklich durchzuführen. Wir haben uns jetzt Optionen für 10 Millionen Schnelltests gesichert. Das ist ganz entscheidend, dass wir jetzt an einer entsprechenden Testhierarchie und Teststrategie für die Schnelltests in Einsatz arbeiten, mit dem Bund zusammen, um das zu stärken. Auch da wieder nach den entsprechenden Zielgruppen, die wir haben. Und wir werden das auch ergänzen, unsere lokalen Testzentren sind jetzt sehr, sehr wichtig. Die laufen gut. Wir haben übrigens fast 300.000 Tests bei den lokalen Testzentren mittlerweile durchgeführt. Die spielen eine ganz zentrale Rolle in der weiteren Strategie. Übrigens in zweierlei Hinsicht. Zum einen in Bezug auf den Grenzbereich.
Sie haben vielleicht gelesen, der Landkreis Cham macht jetzt so einen Modellversuch, wo er insbesondere die Pendler aus Tschechien, wo ein Test stattfindet, übrigens mit einer doppelt so hohen Positivrate, wie man das sonst hatte. Das heißt, es ist eine hohe Relevanz. Das ist wichtig, um Grenzen offen zu halten. Es ist wichtig, auch am Grenzbereich verstärkt zu testen. Und ich denke, wenn wir im Zuge einer Impfstrategie arbeiten, werden die lokalen Testzentren irgendwann, könnten auch die Impfzentren werden, vor Ort, um dann zu impfen, um das zusammenzuführen. Heute sind noch nicht die großen Entscheidungen gefällt worden, aber das ist sozusagen tatsächlich die Situation 5 vor 12, um eine unkontrollierte Entwicklung zu verhindern. Wir sind bislang gut gefahren damit, die Entwicklung zu kontrollieren. Deswegen noch einmal ein Appell und deswegen auch der Optimismus besteht darin zu sagen, das ist beherrschbar, aber nur wenn wir was tun. Es wird dann nicht beherrschbar sein, mit übrigens all den gleichen Folgen, die wir schon erlebt haben. Vielleicht nicht ganz in der Dimension, weil wir jetzt auch mehr Maske haben, aber die Entwicklung ist eindeutig. Ja? Corona hält sich da nicht an irgendwelche Wünsche aus der Politik. Keine Chance. Deswegen müssen wir uns nach Corona richten und nicht glauben, dass sich Corona nach uns richtet. Und daher appelliere ich nochmal ans Mitmachen. Ich möchte mich ganz ausdrücklich bedanken. So wahnsinnig viele Menschen in Bayern machen großartig mithelfen, halten Abstand, engagieren sich und sind da wirklich ganz großartig unterwegs. Einige wenige arbeiten noch dran an der gleichen Motivationslage. Die müssen wir noch überzeugen, die müssen wir auch noch mitnehmen. Ich bedanke mich jetzt nochmal heute auch bei dieser wirklich hochwertigen Beratung, längerfristig schon durch Sie, Frau Breitkessler, und durch den Dreierrat, aber auch durch die Leopoldina, was ich besonders beeindruckend finde. Es geht sogar mal durch ein Telefonat, was man einer solchen Wissenschaftseinheit gar nicht zutraut. Normalerweise denkt man, da müsste Jahre vorher irgendeinen Antrag stellen. Lieber Frau sagt, es ist wirklich beeindruckend, wie schnell und wie gut das Ganze stattfindet. Ein letztes noch. Ich finde, wir haben bislang die Bewährungsproben gut miteinander bestanden. Aber der eigentliche Charaktertest steht noch aus. Und was ist jetzt eigentlich der Charaktertest? Der Charaktertest besteht nicht in erster Linie darin, ob jetzt jeder alle Maßnahmen per se genau befolgt. Nicht die Loyalität gegenüber dem Staat ist das Entscheidende, sondern die Solidarität der Generationen untereinander. Es muss nicht jeder Hurra schreien, wenn der Staat eine Verordnung macht, um Gottes Willen. Das darf man auch kritisieren, man darf es auch beklagen, natürlich. Aber die Frage ist, ob wir die Loyalität untereinander finden, ob die denen, die vielleicht nicht so stark betroffen sind von Corona, in dem Krankheitsentscheid, und es dürften mehr sein als die, die sehr stark betroffen sind, ob wir die Solidarität aufbringen, nicht zu sagen, sperrt doch die Risikogruppen weg oder es trifft mich doch nicht. Diese Loyalität in der Gesellschaft, diese Solidarität, die, glaube ich, ist die nächsten Wochen und Monate gerade in einer sich dann irgendwann anbahnenden Weihnachtszeit besonders gefordert. Und wenn wir das jetzt gut schaffen, wir sind besser vorbereitet, wir haben es heute nochmal gesehen, was Materialien betrifft, wir sind besser vorbereitet, was Teststrukturen betrifft, alles ist viel besser vorbereitet als im März. Das, was wir jetzt aber schaffen müssen, dass wir auch den entsprechenden Geist und die Offenheit haben, mitzumachen. Und da werbe ich einfach dafür, wir hatten einmal Glück, weil wir es früher erkannt haben. Und dann hat man die Kraft, schnell zu handeln. Wir sehen jetzt wieder, wie es sein kann. Deswegen wünsche ich uns jetzt kein Glück, sondern einfach die Kraft, dass wir zu gemeinschaftlichen Ergebnissen kommen. Mein Gefühl ist, wie gesagt, dass die Kolleginnen und Kollegen viel offener sind als noch vor 3, 4 Wochen. Und vielleicht gelingt uns dann morgen doch einmal der große Wurf bei einer Ministerpräsidentenkonferenz. Ich werbe sehr dafür. Vielen Dank. Professor Haug, bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Söder. Ich kann mich Ihren Worten aus Sicht der Wissenschaft nur anschließen. Die Leopoldina hat seit Beginn der Corona-Pandemie 6 Stellungnahmen veröffentlicht. Die letzte, die habe ich Ihnen hier nochmal mitgebracht, die hatte den Titel Wirksame Regeln für Herbst und Winter aufstellen. Und das ist ja gerade, was wir uns für morgen wirklich erhoffen. Das konvergiert sehr mit dem, was wir auch eben schon gehört hatten. Und der Ansatz der Leopoldina ist, dass wir interdisziplinär Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher in Arbeitsgruppen zusammenarbeiten lassen. Und die sind stringent auf den Einzeldisziplinen aufbauend. Ja, also dieser interdisziplinäre Ansatz hat sich da sehr wirksam herausgestellt. Wir folgen einen
streng systemischen Ansatz. Ja, ich bin Klimaforscher und habe hier so das eine oder andere Déjà-vu auch, wie man ein System an die Wand fahren kann. Im Klimasystem haben wir das jetzt 25 Jahre gesehen. Hier passiert das in einem Extremzeitraffer mit einem höchst dynamischen System in, sagen wir, den nächsten 20 Wochen. Und morgen werden ganz entscheidende Weichen hierfür gestellt. Ja, also wir haben es hier mit diesem Virus mit einem höchst dynamischen System zu tun. Das Virus lebt von Kontakten. Ja, Kontakte, Kontakte, Kontakte. Und das passiert in Städten, das passiert auf Partys, aber es passiert auch, wenn vielleicht das gar nicht so populär ist zu diskutieren, aber da muss man sich auch wirklich dann klar machen, dass auch Schulen zum Beispiel in der nächsten Phase, das wird das Riesenthema werden, wenn man vorausschaut, wenn man jetzt nicht da präventiv denn agiert, natürlich auch sehr kontaktintensiv sind. Also es muss die Priorität sein, diese Kontakte zu beschränken. Aber gleichzeitig Wirtschaft, Schulen, öffentliches Leben aufrecht zu erhalten. Und da haben wir einfach diese zwei ganz schlichten Möglichkeiten. Das ist der Abstand, das ist die Maske wegen der Aerosole, müssen wir lüften. Die dritte Möglichkeit, die tut dann schon mehr weh, das hatten wir gerade intensiv diskutiert, ist eben nun die Isolation und vor allem die Quarantäne auch präventiv, mit aber schon einem entsprechend negativen Impact auch. Ich möchte deswegen ganz kurz über das Wort Prävention sprechen. Hier geht es ja darum, sich gemeinsam zu schützen. Also ich schütze euch als zentrales Thema, aber wir hatten in der letzten Arbeitsgruppe eben neben den Virologen, den Epidemiologen, den Klinikern, auch die Verhaltenspsychologen und auch Juristen dabei. Und es gibt auch eine Schutzpflicht. Ja, und das wurde schon angesprochen, dass es also jetzt darum geht, wirklich gemeinschaftlich gewisse Dinge zu etablieren. Ja, wir sind von Anfang an natürlich für die Maske gewesen. Und ich denke, ein gescheiter Vorschlag könnte sein, dass man jetzt eine einheitliche Regel zum Beispiel für eine Maskenpflicht nimmt. Der Wissenschaft haben wir das gerne quantitativ. Und dann könnte man zum Beispiel jetzt die 35 Neuinfektionen pro 100.000 nehmen, noch präventiv vor den 50, um einfach mal konsequent einmal gescheit das zu machen, eine Maskenpflicht macht. Drinnen, wie wir es bisher haben, so und so. Aber natürlich auch da, wo die Kontakte sind, ich würde auch weitergehen, das hat München eigentlich ganz gut gezeigt, dass es auch draußen natürlich sehr hilfreich sein kann. Und dann weiß es jeder, kann jeder nachvollziehen. Und da hoffe ich, dass es also die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin morgen schaffen, hier auch alle mitzunehmen. Ich denke, das war auch die Quintessenz unserer Stellungnahme, ist, dass das nur durch die drei wichtigen Aspekte Motivation, Disziplin, Solidarität geht und das geht nur durch klare, verständliche und einheitliche Regeln und das Umsetzen dieser Regeln. Ja, und dann braucht man diese Eskalationsstufen, diese einheitlichen Eskalationsstufen und Grenzwerte, die auch entsprechend ständig überprüft und angepasst werden. Wir werden also noch da jetzt ganz viel Geduld miteinander brauchen über die kommenden Monate, um über diese Wintersituation zu kommen. Jetzt gibt es nun, was wir häufig ja ungemein schätzen, diese föderale Vielstimmigkeit. Ja, in der Wissenschaft nennen wir das auch manchmal auch Kakophonie, ist nicht so ein schönes Wort. Vielstimmigkeit ist schöner. Und ich wünsche mir jetzt und morgen einen Wohlklang. Das wäre jetzt also ganz wichtig, wie so ein Konzert. Ich glaube, wir haben vielleicht derzeit die weltbeste Dirigentin und haben auch so ein Spitzenorchester und die müssen jetzt zu einem Wohlklang kommen. Denn die Situation ist wirklich ähnlich dramatisch. Wir hatten eigentlich Ende September verpasst, die Weichen so zu stellen, dass wir noch es schaffen könnten, unter 10.000 Neuinfektionen zu bleiben. Morgen werden die Weichen gestellt, ob wir unter 20.000 Neuinfektionen bleiben können. Und ich denke, das ist wirklich eine sehr dramatische Situation. Also die Leopoldina hat sehr engen Kontakt auch mit Nachbarländern, mit den Akademien. Und man kann ja auch mal jetzt lernen von den Nachbarn, da ist das eigentlich unkontrolliert weggelaufen. Ich habe gestern mit Hajo Krömer von der Charité gesprochen. Die haben jetzt dort schon ihre Intensivbetten um 20% die Kapazitäten erhöht, weil in Paris und Madrid mal jetzt kurz vor Triage-Entscheidungen steht. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Das ist dann der Kontrollverlust. Und ich denke, es gibt hier eine Achse, da ist die Leopoldina drauf, da ist aber auch das Robert-Koch-Institut drauf, das ich also wirklich explizit nochmal loben möchte. Der Lothar Wieler und seine Kolleginnen und Kollegen machen beide häufig auch aus einer Bundesperspektive ganz herausragende Arbeit. Ich glaube, wir haben die weltbeste Seuchenbehörde der Welt, die auch entsprechend, glaube ich, jetzt über den Winter nochmal gestärkt werden muss.
Ich spreche mit vielen Ministerpräsidenten. Ich sehe eigentlich eine große Konvergenz vieler, nicht aller. Und ich möchte noch mal die große Bitte formulieren, wirklich im Namen der Wissenschaft, dass wir schaffen, morgen durch klare, einheitliche Regeln verantwortlich, Sie haben diese Verantwortung hier, uns wirklich dann entsprechend durch Herbst und Winter zu bringen. Vielen Dank. Frau Breitkessler, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie, dass ich für Sie vielleicht überraschend beginne. Während der Kabinettssitzung hat mich die Nachricht erreicht, dass in Burgberg bei Landshut zwei Schüler von einem Regionalzug erfasst und getötet worden sind. Meine Gedanken und Gebete sind bei den Kindern und ihren Familien. Dies könnte ich auch leise für mich tun, denken und beten. Ich mache es laut, weil daran deutlich wird, dass jedes menschliche Leben zählt. Jedes Leben ist unendlich kostbar. Und deswegen ist auch die Basis unserer Arbeit im Dreierrat, auf die wir heute zurückgeschaut haben, menschliches Leben, nicht im Allgemeinen, sondern im Einzelnen. Wir sind getrieben von dem Wunsch, alles mit dafür zu tun und zu helfen, dass keine Triage stattfinden muss. Das heißt, dass man nicht entscheidet, du lebst und du lebst nicht. Oder du bist zwar am Beatmungsgerät, aber jetzt hängen wir dich leider ab, weil jemand kommt, den wir für wichtiger halten. Sehr geehrte Damen und Herren, so wollen wir nicht leben in diesem Land. Wir brauchen die Achtung und den Respekt vor jedem Menschenleben. Zu dieser Emotion, die Sie bei mir spüren und die ich auch vertrete, kommt aber der Verstand, denn wir können nicht allein in der Emotionalität aufgehen. Das heißt, wir haben immer auch geschaut, im Dreierrat, der ja für das Monitoring da ist, wo es einen bestmöglichen Ausgleich gibt zwischen effektivem Infektionsschutz und geringstmöglicher Freiheitsbeschränkung. Wir haben geschaut, was ist Verhältnismäßigkeit und gibt es möglicherweise Alternativen, die vielleicht noch angenehmer, besser für uns sind. Und wir haben sorgfältig geschaut, wessen Freiheitsrechte als erstes wieder erweitert werden. Und da war es uns wichtig, dass das die Rechte der Kinder sind. Wir haben intensiv gearbeitet. Ich meine, wir haben im März angefangen, wenn ich mich recht erinnere, und haben uns seitdem sowohl in der Staatskanzlei als auch unter uns dreien, die Herren Strötz und Lückemann und ich, etwa 20 Mal zu Sitzungen getroffen und haben 12 Mal einen sehr langen Mail-Diskurs gehabt über bestimmte Themen, um die zu bearbeiten. Und wir haben uns regelmäßig gegenseitig informiert, wenn es wichtige neue Dinge gab. Wir haben unsere Empfehlungen aufgegliedert in die humanitären und in die strukturellen. Ich möchte Ihnen einige wenige Beispiele dafür nennen. Wir haben sehr früh dafür plädiert, dass Menschen, die alleinstehend sind, nicht alleine bleiben, sondern mit jemandem außerhalb ihres Haushaltes spazieren gehen können, weil uns die Einsamkeit von Menschen am Herzen liegt. Wir möchten nicht, dass das so ist. Es war uns immer wichtig, dass die Sicherheit in den Alten- und Pflegeheimen begleitet wird durch die Möglichkeiten, alte Menschen zu besuchen, bei ihnen zu sein, Möglichkeiten kreativ zu entwickeln, was in vielen Alten- und Pflegeheimen auch geschehen ist. Es war uns wichtig, das Besuchsrecht bei Schwerstkranken und Sterbenden durchzusetzen, damit niemand alleine sterben muss. Wir sind nach wie vor besorgt, natürlich auch über häusliche Gewalt, die in Zeiten der engeren Kontaktbeschränkung wahrscheinlich sehr groß war. Und auch da haben wir Empfehlungen abgegeben. Bei den ersten Lockerungen, die stattgefunden haben, war es uns wichtig zu sagen, ein Hausstand darf sich nicht nur mit einer Person treffen, sondern bitte mit einem zweiten Hausstand, damit es einen Sinn ergibt, miteinander zu kommunizieren und zu leben. Und immer haben wir uns konzentriert darauf, dass Einzelfälle konkret angeschaut werden und vielleicht auch mal in einem Einzelfall Abhilfe geschaffen wird, sodass Menschen aufatmen können. Strukturell war es uns entscheidend, dass die Produktion, Anlieferung und Verteilung von Masken genauer ins Visier genommen wird, dass man Schwachpunkte identifiziert und schnell Abhilfe schafft.
Und von uns kam bereits im März die dringende Empfehlung, eine nationale Bevorratung von Masken, medizinischen Mitteln und Ähnlichem bereitzuhalten, damit wir unabhängig sind von anderen Ländern. Uns war natürlich auch jetzt in letzter Zeit wichtig, das Lüftungsgebot zu verstärken, um zu sagen, Leute, das sind kleine Dinge, die uns nichts kosten, die uns aber sehr, sehr viel helfen. Und wir haben uns ganz stark ausgesprochen für die intensive Testung vulnerabler Gruppen, gefährdeter Menschen, also Pflegekräfte, medizinisches Personal, Lehrer und jetzt auch bitte Obdachlose. Das ist uns ein intensives Anliegen, weil die haben es eh schwer im Leben. Die sind beieinander, die können nicht immer den Abstand so halten, wie wir das machen. Die brauchen unsere Unterstützung. Das ist mir sehr wichtig, dass man auch auf die Ärmsten der Armen in dieser Gesellschaft schaut. Wichtig ist uns auch eine Verstärkung der Regionalisierung. Der Ministerpräsident präsentiert uns allen in den Konferenzen alles, was beschlossen worden ist. Das ist sehr gut und ganz entscheidend. Wir finden es auch wichtig, dass Regierungspräsidenten und Innen- und Landräte, Landrätinnen, Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen das vor Ort auch machen, weil die vor Ort spezifisch sehen können, wo ist da Not am Mann und an der Frau, wo kann man was konkret umsetzen, was den Leuten dann vor Ort auch unmittelbar einleuchtet. Da legen wir großen Wert drauf. Wir machen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nachdrücklich darauf aufmerksam, je länger diese Pandemie unsere Welt in ihren Händen hält, und wir auch Grundrechte einschränken müssen, desto wichtiger ist es, dass wir alle miteinander verlässlich und vertrauenswürdig sind, dass wir transparent agieren und dass das staatliche Handeln plausibel ist. Die Bürger und Bürgerinnen müssen gut vermittelt bekommen und verstehen können, warum welche Entscheidungen getroffen werden. Und die Umsetzung der Entscheidungen muss sicher gewährleistet sein. Das ist von größter Bedeutung, weil die Pandemie alle Lebensbereiche betrifft, wem sage ich das? Ganze Wirtschaftszweige leiden darunter. Ich denke oft auch an die Kulturschaffenden, die es wahrlich nicht leicht haben und existenziell betroffen und bedroht sind. Jeder von uns, dazu möchten wir auch beitragen, dass es verstanden wird, kann durch konsequente Einhaltung der Regeln dazu beitragen, dass wir besser mit diesem Virus leben können. Daraus erwächst aber im Umkehrschluss auch der Anspruch des Einzelnen und der Gesellschaft darauf, dass die Maßnahmen faktenbasiert sind und dass aufgezeigt und nachgewiesen wird, welche Fakten da im Hintergrund stehen und dass es einen kontinuierlichen Lernprozess gibt. Und da ist es uns wichtig, von Fehlerfreundlichkeit zu reden. Man kann nicht sagen, die Wissenschaftler oder die Politiker sind deppert, weil sie heute was anderes sagen, weil sie vor 3 Wochen gesagt haben. Es kann einfach sein, sie haben was dazugelernt. Es gibt neue Fakten. Das ist normal. Wir müssen lernen, anders damit umzugehen, auch miteinander anders umgehen und sagen, ja, okay, wir haben was dazugelernt. Und hier haben wir was noch nicht so gesehen. Das ist uns sehr wichtig, dass hier die Kommunikation noch ein bisschen vorangetrieben wird. Über Fake News muss ich nicht viel sagen, will kein Mensch haben. Exemplarisch hebt der Dreierrat, dem ich angehören darf, die vorbildhafte Funktion der Medien heraus. Viele von ihnen machen Faktenchecks und dienen damit der Gesellschaft. Als Beispiel nenne ich den Faktenfuchs im Bayerischen Rundfunk. Das ist was Großartiges, aber viele von ihnen machen das auch. Und ganz herzlichen Dank vom Dreierrat dafür, weil sie helfen, den Leuten emotional klar zu sein und ihren Verstand einzusetzen. Uns ist daran gelegen, die Kommunikation von Entscheidungen und ihren Umsetzungen zu intensivieren. Wir wünschen uns einen verstärkten Kontakt zwischen den politisch Verantwortlichen und verschiedenen Gruppen der Zivilgesellschaft, um deren Fragen und Hinweise und Impulse aufzunehmen. Jeder kann ja was dazu beitragen, dass wir, wie gesagt, besser mit diesem Virus zurechtkommen. Ein runder Tisch war unsere Idee. Der Ministerpräsident hat ihn schon, ich meine, vor 2 Wochen präsentiert, diesen runden Tisch, den es wohl auch geben wird. Und es ist einfach wichtig, die zivilgesellschaftlichen Akteure mit einzubinden und ihre Gedanken, Anregungen aufzunehmen in politisches Handeln. Und an diesen runden Tischen, zum Schluss nun, würden wir uns wünschen vom Dreierrat, dass transparent über die Erfolge in der Pandemiebekämpfung gesprochen wird, eventuelle
Fehler, Irrtümer oder Kurskorrekturen zum Thema gemacht werden und man sich freut, dass man Lernerfahrungen machen kann und so gemeinsam vorankommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Es beginnt Timo Frasch, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Herr Ministerpräsident, zwei Fragen hätte ich. Zum einen zum Beherbergungsverbot haben Sie jetzt gar nichts gesagt. Es gibt ja jetzt, Rheinland-Pfalz ist davon zurückgetreten und immer mehr Kritik daran. Bleiben Sie vor der morgigen Sitzung bei Ihrer bisherigen Haltung? Und die zweite Frage, der Helge Braun, der Kanzleramtsminister, hat mit Blick auf morgen von einer möglicherweise historischen Dimension gesprochen, die Sitzung haben wird. Das hört sich ja schon relativ dramatisch an. Was könnte er damit gemeint haben? Danke. Zum Ersteren, wir werden da morgen auch drüber reden, über die Testpflicht für den Urlaub. Das war ja letzte Woche ein Prozess, der auf einer CDS entschieden wurde. Und da gab es große Übereinstimmung, 12 Länder, die das dann gemacht haben. Übrigens nichts Neues, das gibt es schon wesentlich länger. De facto geht es ja nichts anderes als um einen Test, den man braucht, um da entsprechend reisen zu können, beziehungsweise wahrgenommen zu werden. Wir werden das morgen diskutieren und schauen, wie es weitergeht. Für mich ist eins entscheidend. Viel wichtiger als diese Frage ist die Frage, ob wir allgemein endlich verbindliche Richtlinien bekommen und Regeln, wie wir mit diesen hohen Inzidenzen umgehen. Wir haben wirklich sprunghafte Zahlen in einigen Bereichen, in Berlin und anderswo. Ich sage übrigens auch immer ausdrücklich, es gibt hier kein besser oder schlechter, sondern betroffen sind wir alle zeitlich versetzt. Es gibt kein besser oder schlechter, sondern Betroffenheit ist überall gleich. Deswegen brauchen wir aber auch das gleiche Konzept für alle und nicht dieses, der eine macht mehr das, der andere macht mehr das. Deswegen das Beherbergungsverbot ist ein untergeordneter Punkt. Ich habe heute gelesen, der Ärztekammerpräsident fordert sogar, oder der Ärztepräsident, ein Ausreiseverbot. Also man sieht, was es da jetzt für Vorschläge gibt. Ich rate uns, niemand zu verunsichern, indem wir uns über Nebenthemen beschäftigen. Das Wichtigste ist die Frage morgen, wie gehen wir damit um? Und dann können wir die andere Frage sicherlich auch nochmal diskutieren. Ich bin da jetzt in keinster Weise persönlich auf Dauer festgelegt. Ich glaube nur, die andere Frage ist die wichtigere. Was unter dem historisch zu verstehen ist, ist eigentlich das, was ich vorhin anmahnte. Wir haben jetzt von jeder MPK zur nächsten immer kleine Kompromisse geschlossen. Ja, es war immer ein Vorangehen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Geschwindigkeit der gemeinsamen Entscheidungen hinter der Geschwindigkeit von Corona hinterherhängt. Und wir müssen jetzt das synchronisieren. Wir müssen eigentlich schon, dass wir wieder vor die Entwicklung kommen. Wir sind vor der Entwicklung gekommen. Nicht nachvollziehen, was uns Corona jeden Tag zeigt. Und dann sitzen der eine oder andere, nicht in der Politik, aber generell sitzt dann sehr erstaunt vor den Zahlen, wie die springen. Wir haben länger davor gewarnt. Ich nehme das für mich ausdrücklich in Anspruch. Wir haben immer wieder gewarnt davor. Wir sind nicht durch die Realität bislang widerlegt worden. Aber mir wäre es lieber, wir könnten vorausschauender agieren. Wir würden diesen Wohlklang der Politik übrigens auch mit dem Wohlklang der Wissenschaft ergänzen. Auch da könnte ein Wohlklang einheitlich uns auch helfen von allen Beteiligten. Bei der Leopoldina ist das der Fall, aber es sei mir gestattet. Sondern wir müssen uns da wirklich auf dieses Regelwerk für alle einlassen. Ansonsten passiert das, was die Kanzlerin prognostiziert hat in Bezug auf Weihnachten. Und wissen Sie, ich will keine Endzeitstimmung propagieren, aber schon ein ernsthaftes Krisenbewusstsein fordern. Und das, glaube ich, ist jetzt auch das Wichtigste. Es ist schon morgen nicht nur ein juristisches Treffen, sondern schon auch eine mentale Frage. Wie entschlossen sind wir in der Herausforderung gegenüber Corona? Oder glauben wir immer noch, es geht an uns vorbei? Das ist im Prinzip die entscheidende Frage von allen. Und da hoffe ich einfach sehr, dass wir morgen dann diesen Ruck bekommen, dass wir diesen Durchbruch haben und dass wir dann nicht wie jetzt die letzten 3-4 Monate immer über Haltungsfragen reden, welches Land ist ein bisschen besser oder schlechter. Ehrlicherweise hat es wenig Sinn und es ist auch etwas, was die Bevölkerung eher demotiviert im Sinne von Motivation. Wir müssen morgen schauen, dass wir die Bürger wirklich mitnehmen in einer klaren und verständlichen Sprache, die in Friedrichshain genauso gilt wie in München, in Regen, in Hamm und anderswo. Das ist, glaube ich, jetzt einfach nochmal entscheidend. Ich bin da auf jeden Fall dazu bereit, dass wir morgen versuchen, diese vereinheitlichen Kompromisse zu machen. Aber was wichtig ist, der Kompromiss sollte nicht der kleinste gemeinsame Nenner sein, im Sinne von die schwächste Lösung, sondern es sollte eigentlich die sicherste Lösung sein. Das wäre mein Wunsch einfach, das zu machen. Deswegen haben wir auch bewusst entschieden, heute nicht wieder Einzelmaßnahmen zu beschließen am Kabinett,
Wir haben uns heute noch mal versichert, wenn ich das so sagen darf, ob wir medizinisch, psychologisch, ethisch auf dem richtigen Kurs sind. Das glaube ich so, dass das, glaube ich, schon so ist. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir morgen sozusagen auch klar machen, dass wir alle in einem Team spielen und das versuchen. Und das könnte dann uns sehr, sehr helfen, weil wir können nicht alle 3-4 Wochen, immer wenn es schlechter wird, uns erneut treffen und dann uns beklagen darüber, dass es schlechter geworden ist, was einige schon vor 4 Wochen gesagt haben. Nochmal, wenn Sie allein sind, wie jetzt in den letzten Monaten, wie wir in München zwischen der Landeshauptstadt und dem Freistaat Bayern, was da für ein Gleichklang ist, auch im gemeinsamen Miteinander, das hilft alle. Und wenn ein Oberbürgermeister eine schwierige Entscheidung zu treffen hat, dann dürfen wir da nicht wegducken und sagen, das hat jetzt der mal entschieden, ist das jetzt schlecht oder gut, 22 oder 23, da muss man dann auch gemeinschaftlich stehen, weil das schafft auch Vertrauen. Und deswegen, wir merken auch aus den Umfragen heraus, dass wir schon getragen werden von der Mehrheit der Bevölkerung. Dies ist aber kein Blankoscheck im Sinne von, man kann tun, was man will, im Gegenteil. Man muss es umso härter für sich selbst prüfen. Und deswegen glaube ich einfach, dass wir morgen einige der Maßnahmen auf den Weg bringen sollten, die jetzt einzelne Städte machen, aber verbindlich für alle. Das würde uns, glaube ich, in Deutschland Akzeptanz helfen. Wenn ich das noch sagen darf, weil zum Beispiel auch Leute sicherlich fragen, warum habe ich jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, in Köln wie in München, in der Innenstadt eine Regel und habe sie dann im Landkreis München oder im Umland von Köln nicht. Das ist erklärbar, logischerweise erklärbar, aber führt dazu, dass dann jeder sich so seinen Weg sucht. Und noch einmal, wenn wir zum Ergebnis kommen, dass Maßnahmen über 50 notwendig sind, um die Zahlen vielleicht zu drücken, dann könnte es vielleicht auch zum Teil auch helfen, um sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Dies ist, glaube ich, das, was wir jetzt versuchen sollten zu leisten und nicht wieder von vornherein, dass jeder sagt, dies kommt auf keinen Fall in Frage, dies mache ich auf keinen Fall und es geht gleich gar nicht. Und deswegen sage ich auch zum Beherbergungsverbot, können wir morgen nochmal ganz offen und nüchtern diskutieren, wie es da stand. Gibt es da eine andere Entscheidung, eine andere Überlegung? Da habe ich jetzt kein Problem damit. Andreas Glas, Süddeutsche Zeitung. Herr Söder, es gibt ja jetzt auch Forderungen, die Weihnachtsferien zu verlängern. Wie stehen Sie denn zu der Idee? Und vielleicht nur eine Nachfrage zum Beherbergungsverbot. Da haben Sie gestern auch davon gesprochen, dass Sie aus Bundessolidarität zugestimmt haben. Wie ist das zu verstehen, dass Sie vielleicht von Anfang an auch gar nicht so überzeugt waren davon? Und vielleicht kann man die Frage auch noch an Sie weitergeben, Herr Haug. Wie stehen Sie denn aus wissenschaftlicher Sicht zum Beherbergungsverbot? Also beim Beherbergungsverbot war es ja so, das gibt es ja schon länger, das ist ja nichts Neues. So. Es ist wieder nochmal reaktiviert worden, weil wir das schon einmal hatten. Und Frau Schwesig hat heute Morgen, fand ich habe es im Morgenmagazin gesehen, sehr eindrucksvoll auf die aus ihrer Sicht entsprechenden Erfolge hingewiesen. Letztlich ist doch ein Problem. So ganz sicher sind wir nie, wo eine Infektion entstehen kann. Das wäre ja auch super, wenn es so wäre. Es gibt höhere Wahrscheinlichkeiten bei den Partys, wo sich man überhaupt nicht schützt, oder bei großen Familienfeiern. Da gibt es die größere Vermutung. Ich habe heute gelernt, dass man sich auch in Fahrstühlen, in einem Wohnhaus beispielsweise, glaube ich in Göttingen haben Sie das ausgeführt, Herr Professor, dass sich dort alle im Fahrstuhl wohl infiziert haben. So wäre ich auch nicht auf den ersten Moment draufgekommen. Also es gibt jeweils unterschiedliche Infektionswahrscheinlichkeiten und weniger. Der Urlaub insgesamt war eine solche Wahrscheinlichkeit. Ob das in den Hotels passiert ist oder woanders, ist eine andere Frage. Aber die Tatsache, dass Urlaub ein Risiko war, haben wir, glaube ich, alle gesehen. So, jetzt sind wir heute weiter als in den anderen vorherigen Bereichen, aber wir haben immer davor gewarnt. Insofern fand ich das heute Morgen sehr beeindruckend, wie deutlich Frau Schwesig das gesagt hat. Ich war auch beeindruckt, wie Montgomery von Ausreiseverboten redet, aus Risikogebieten. Das fände ich jetzt zu viel in Deutschland, sage ich aus, das fände ich jetzt zu viel. Deswegen sollten wir morgen einfach nochmal alles übereinanderlegen und darüber reden. Aber ehrlicherweise ist das Entscheidende Folgendes, dass in jedem der Gebiete jetzt die gleichen Maßnahmen getroffen werden. Wenn das gelänge, dann würde das, glaube ich, sich besser behandeln lassen. Nee. Ferien verlängern, also das ist jetzt auch schon wieder so etwas, wir reden jetzt darüber, wie wir Unterricht gestalten können. Und wir reden jetzt nicht über Ferien. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir die nächsten Wochen den Unterricht stärken können. Das wird noch eine ganz gar nicht einfache Zeit, weil natürlich übrigens, auch wenn das Risiko im Unterricht geringer ist, aber es ist möglich. Es ist möglich, übrigens auch ganz familiär gesprochen. Ja? Also wen umarmt man denn am ehesten? Seinen eigenen Hausstand logischerweise, also auch seine Kinder. Ja? Und natürlich ist da an der Schule das denkbar.
Insofern, glaube ich, waren auch die Entscheidungen zur Maske bislang in der Schule richtig, die wir getroffen haben. Und wir müssen jetzt einfach in den nächsten Wochen und Monaten schauen, wie wir damit weiter umgehen. Ich werde auch nochmal die Schulfamilie einladen, wohl kurz vor den Herbstferien, um auch nochmal bei uns zu beraten, wie es weitergeht dann danach, wie gehen wir damit um, was sind die bisherigen Erfahrungen, die man hat, sowohl mit der Lehrerschaft, der Elternschaft, als auch der Schüler und Schülerschaft, die übrigens, das ist so mein Eindruck, am besten mit der Situation auch der Maske zurechtkommen. Aber jetzt über Ferienverlängerungen zu reden und dann kürzen wir nächstes Jahr die Sommerferien, es ist Schule im Moment eh anstrengend genug, jetzt nicht mit zusätzlichen Diskussionen verunsichern. Das kann ich noch ergänzen zum Beherbergungsverbot. Ich glaube, das sollte man vielleicht nach den Herbstferien auch wieder sein lassen. Wir wollen das wirtschaftliche Leben ja aufrechterhalten. Also ich kann hier nur stehen, weil ein Cousin von mir in München lebt und ich hier ganz viel Verwandtschaft habe. Ich hätte, da ich erst gestern bei Helmholtz noch auf dem Podium stand, gar nicht herreisen dürfen oder, es ist, also, oder kein Hotel buchen, da das in Berlin war. Und jede Medizin hat Nebenwirkungen und ich glaube, hier sind die Nebenwirkungen sehr stark, insofern, dass also jetzt all die Berliner, die in die Ostsee wollen, Corona-Tests machen und die Testkapazitäten für da, wo es sinnvoller eingesetzt wäre, natürlich jetzt sich da auch schon längst erschöpft haben. Sie warten viele Tage auf das Ergebnis und so weiter. Und ich glaube, man sollte dieses Beherbergungsverbot wirklich überdenken. Testen ist sicherlich richtig, aber die Nebenwirkungen dürfen vielleicht nicht die Wirkung überschreiten. Wenn Sie das mal quantitativ machen, Sie haben jetzt also 100.000 Berliner, die an die Ostsee wollen, da haben Sie dann im Moment 59,2 ist die Inzidenz, jetzt sind die Inzidenzien. Das ist aber nicht die Hauptpartyszene, dann haben Sie also von den Familien vielleicht 20 und wenn die alle eine Maske tragen, ist das Risiko ja auch wieder sehr stark minimiert. Also ich glaube, das geht vielleicht in die gleiche Richtung. Das war jetzt vielleicht eine Idee für die Herbstferien, aber ist vielleicht auch nach den Herbstferien dann nicht mehr so sinnvoll. Ja, ist ja auch genau für die Herbstferien gedacht gewesen, zum einen. Und zum anderen muss man auch noch sagen, also was wir gerade erleben, Leute, die jetzt zu uns fahren, bekommen in Berlin keinen Test, bekommen aber in Bayern einen Test. Das in Bayern wird das jetzt nicht das überragende Problem sein. Für die Bayern nicht, das ist sowieso eine andere Situation. Ich kann mich da auch noch, ich will das nochmal an der Stelle sagen, ohne jetzt dann einen Rückschlag zu machen in eine alte Zeit, aber es hat sich total bewährt, dass wir lokale Testzentren haben. Heute auch, wenn Sie das aus Tschechien hören, an der Grenze, in Cham wird eben dann entsprechend getestet bei den Pendlern. Es hat sich bewährt, es hat sich in Garmisch bewährt, dass wir schnell testen können und auch gute Ergebnisse haben und auch die Testkapazitäten sind ausreichend jetzt da bei uns. Also es gibt auch keinen Anlass dafür, sondern ich sei jetzt völlig überfordert. Insofern hat es natürlich was damit zu tun, dass in einigen Regionen man keinen Test bekommt und deswegen die Situation schwierig ist. Aber da liegt das Problem nicht nur in dieser Regelung, sondern ehrlicherweise im schlechten Testangebot. Aber wir werden jetzt einmal noch mal in Ruhe darüber reden und dann auch entscheiden, wie es damit weitergeht. Wenn ich vielleicht auch ergänzen darf, aus unserer Sicht im Sinne der von uns geforderten Plausibilität sind bundeseinheitliche Regelungen wichtig, weil jetzt viele Menschen nicht mehr wissen, wo darf ich hinfahren, was darf ich wo machen, wo kann ich übernachten, dann kann ich irgendwo übernachten, darf nicht feiern, was möglicherweise sinnvoll ist, ich darf aber irgendwo feiern, aber nicht übernachten. Das ist so konfus im Augenblick, dass wir in diesem Sinne dieser Klarheit und Transparenz wirklich einheitliche Regeln brauchen könnten, damit die Leute das gerne mittragen. Und durch diese Konfusion im Moment ist es halt so, dass die Buchungen in Hotels von inzwischen nur noch 30% auf 10% runtergegangen sind, weil die Leute es nicht wissen. Und wenn sie es genau wissen, dann machen sie da gerne mit und halten sich auch dran. Das sieht man ja bei allen bayerischen Entscheidungen, dass die Transparenz hier groß ist. Und es wäre hier auch notwendig. Wobei, ohne jetzt was falsch zu sagen, es ist total easy. Test ja, kein Problem. Also das ist die einfachste Regel von allen, die wir bislang haben. Die einfachste Regel national. Hast du einen Test? Kein Problem. Hast du keinen Test? Brauchst einen. Also ich finde, das ist jetzt zumindest kommunikativ denkbar möglich. Aber wie gesagt, wir werden morgen drüber reden. Wir haben jetzt noch 6 weitere Fragen. Ich würde dann die Runde auch danach schließen. Als nächstes Wolfgang Rampf von der Bild-Zeitung. Da haben Sie gerade eben genau das angesprochen, was ich mir auch gedacht habe.
Die steigenden Infektionszahlen im Land haben ja zu einer insgesamt Ungleichbehandlung geführt. Wenn jemand mit einem Flugzeug aus Madrid kommt, muss er einen Test machen, muss in Quarantäne, bis das Testergebnis da ist. Wer aus Berlin kommt, kann einfach aus dem Flughafen rauslaufen. Er bekommt zwar kein Hotelzimmer, soweit er keinen Test dabei hat, aber ansonsten kann er in München machen, was er will. Der Münchner kann, wo er will, hin will, auch hinfahren. Wie wollen Sie das national unter einen Hut bringen? Was für Möglichkeiten gibt es da? Reisen aus Risikogebieten nur noch mit einem Test in der Tasche, einem negativen Test, einem verpflichtenden Test, wäre so etwas ein Gedanke? Wie ist es im Ausland? Haben Sie mal die Karten gesehen um Deutschland herum? Nahezu alles Risikogebiete. Wie ist es da derzeit? Nein, also Sie müssen es ja, wenn Sie fragen, haben Sie sich ja vorrecherchiert, weil das Problem ist, es ist die Regel. Es ist so, wenn jemand heute aus einem Risikogebiet kommt in unser Land, also von einer Auslandsreise, dann hat er entsprechende Quarantänepflichten. Da wird gerade sogar überlegt, es zu verlängern, im Sinne von, dass man 5 Tage in Quarantäne muss. Das heißt, das Grundprinzip Testen und Quarantäne ist ein generelles Prinzip zur Eindämmung. Die Frage, die wir jetzt diskutieren müssen, wie macht man es in Deutschland weiter, da bleibe ich jetzt dabei, das machen wir dann morgen dann abschließend. Aber das Grundprinzip, ne, mit Testen und Quarantäne, das gilt. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel jetzt nach Frankreich fahren, nicht an die Ostsee, aber nach Frankreich fahren, nach Madrid fahren und Sie kommen zurück, ist ja auch freizügiges Europa, dann müssen Sie. Das machen wir dann im Inland auch. Wie bitte? Machen wir das dann im Inland auch so. Darüber diskutiert man jetzt ja gerade und das wird man dann sehen. Also ganz entscheidend ist auch, wenn man jetzt überlegt, die Quarantänezeiten etwas zu verkürzen, dass man dann ein PCR oder wirklich ein Testkriterium anschließt. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, das ist ja das Gemeine an diesem Virus, dass der Tester die ersten 2 Tage nach der Infektion gar nicht anschlägt. Ich glaube, das muss man auch nochmal mit berücksichtigen. Aber ganz entscheidend ist, dass man also wirklich bei verkürzter Isolation und Quarantäne dann auf jeden Fall dieses PCR-Kriterium anwendet. Es bleibt spannend. Peter Queton, Bayerischer Rundfunk. Mich würde erst mal interessieren, Herr Söder, ob Sie den Herrn Aiwanger eingefangen haben wieder in Sachen Beherbergungsverbot. Der hatte sich da eher zurückhaltend geäußert, sagen wir es mal vorsichtig. Das andere ist, Sie sprachen vorhin, glaube ich, selbst von einem Flickenteppich mit diesen ganzen Geschichten. Wenn ich mir jetzt anschaue, Schulen momentan im Landkreis Regen, haben wir eine Inzidenz über 50 und da gibt es jetzt das Vorhaben, die Klassen aufzuteilen, Homeschooling zu machen. Berchtesgadener Land überlegt dasselbe. Jetzt gibt es dort Orte, die sind ja gar nicht betroffen, dort wird es trotzdem stattfinden. Und dann gibt es die Stadt München, da haben wir auch eine Inzidenz über 50, da findet weiterhin Präsenzunterricht statt. Wie erklären Sie das den Leuten? Ja, zunächst mal erklärt man es damit, dass wir die jeweils regionale Situation immer zum Maßstab gemacht haben. Es war ja der klare Wunsch, dass wir regionale Konzepte vor einer landesweiten Generalregel stellen, weil wir da besser ausgleichen können. Die Landräte und Oberbürgermeister sind am besten in der Lage, mit dem jeweiligen Gesundheitsamt die Beurteilung zu treffen, welche Regelung an welcher Stelle die beste ist. Das Konzept hat den Vorteil, dass es sehr bürgernah ist, dass auch vor Ort verständlich ist. Hat den Nachteil, dass man es in der Generalvergleich, wenn man so sagt, so sieht. Allerdings ist es den Regnern wurscht, was die Münchner machen und den Münchnern vielleicht sogar egal, was die in Regen machen. Das heißt, es wird die jeweilige Situation vor Ort entschieden. Aber aus meiner Hinsicht nähern wir uns mit der Gesamtentwicklung, nähern wir uns dann, weil alle stärker anwachsen, nähern uns mir wieder mehr gemeinverbindlichen Aussagen für alle. Das muss man einfach sagen, weil wir hatten ja ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen. Auch die Infektionen, wie sie stattfinden, sind unterschiedlich zum Teil gewesen. Beherrschbares Infektionsgeschehen, eher diffuseres Geschehen. Und jetzt beobachten wir halt, dass es generell ansteigt. Also selbst in allen Bereichen, wo es bislang wenig war, steigt es an, sodass wir dann auch da überlegen werden, wie wir damit umgehen werden. Andreas Popp, RTL. Der Aiwanger. Ja, das scheint doch... Alles gut. Wunderbar, genau. Eine Frage an Professor Haug und an Sie, Herr Söder. Zum einen, es gibt ja selbst unter Medizinern so ein bisschen eine kontroverse Debatte, zumindest manchmal, was den Umgang mit der Corona-Krise angeht. Also manche fordern ja so ein bisschen mehr Pragmatismus.
Wie sehen Sie das? Und Herr Söder, angesichts eben dieser Tonlage manchmal, wie schwer macht es das sozusagen, die Leute eigentlich komplett zum Mitmachen zu bewegen, wenn selbst in der Fachwelt so ein bisschen der Tenor manchmal ist, naja, wir brauchen es jetzt auch nicht über zu dramatisieren. Und die zweite Frage wäre, die Regelungen, die Sie ja gesagt haben, man könnte auch strengere Regeln für Nicht-Hotspots anwenden. Also was stellen Sie sich da genau vor? Und eine Frage an Frau Breit-Kessler darauf aufbauend, was wäre da dann faktenbasiert? Also ist ein Alkoholverbot zum Beispiel flächendeckend auch in Nicht-Hotspots oder Kontaktbeschränkungen, wäre das faktenbasiert und vertretbar oder ist das übers Ziel hinausgeschossen? Darf ich Wissenschaft beginnen? Also wir hatten ja in unseren Arbeitsgruppen sehr viele Mediziner, aber Mediziner ist nicht ein Mediziner, da gibt es ja Fachdisziplinen. Das sind die Virologen, das sind die Epidemiologen, aber auch die Kliniker. Und Sie werden keinen einzigen Kliniker finden, der das Coronavirus verharmlosen würde. Wenn dann also wirklich vielleicht aus der Epidemiologie mal sagt, man könnte doch vielleicht hier ein bisschen entspannen, aber dann fast unter Tränen mal so ein Klinikchef beschreibt im Detail, wie er einen 30-Jährigen seziert hat und welchen Tod dieser gestorben hat, war klar, Leopoldina ist immer Team Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, und ich denke, da gibt es auch nichts zu beschönigen, wenn es Gott sei Dank bei jüngeren Menschen selten ist, es kommt vor. Der Virus hat sich nicht verändert und dadurch ist eben so eine Gruppe an Medizinern, die dann wirklich dann versucht, diesen Einklang zu finden, Konsens zu finden, was die Leopoldina machen kann, immer Teamvorsicht gewesen. Zu Ihrer Frage, ob das dann faktenbasiert wäre, wenn man an bestimmten Orten Alkoholverbot ausspricht, würde ich sagen, ja. Die Wirkung von Alkohol ist faktenbasiert. Das kann einem jeder erklären, wie das funktioniert. Und wenn Leute beieinander sind und fröhlich sind und sehr viel trinken, fällt die Hemmung einfach schneller, als wenn man nicht trinkt. Das heißt ja nicht, dass man das dann so verbieten möchte, dass niemand mehr ein Glas Rotwein oder sein bayerisches Bier trinken darf. Das wäre ja kontra jeder Lebensfreude. Aber dass man an bestimmten Hotspots sagt, das muss jetzt hier nicht sein, dass man sich in der Öffentlichkeit irgendwie die Kante gibt, das finde ich eigentlich sehr einleuchtend. Ich meine sozusagen flächendeckend, weil ich ja Sie so verstanden habe, Herr Söder. Das habe ich nicht gesagt. Nein, flächendeckend ist nicht das Thema. Ich habe das auch nicht gesagt. Ich habe zwei Dinge. Das Erste ist, wir entwickeln ja bei einigen Punkten, sind wir ja völlig schon über der normalen Hotspot-Strategie. Wir sind dann in bestimmten Bereichen bei 100, 120 zum Teil, gibt es einzelne Bezirke in Berlin, anderswo auch. Und das heißt, es wird eher noch ansteigen, befürchte ich so. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen beobachten, dass mancher wahrscheinlich froh sein wird, wenn er die 35 nur noch hat. Und da müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Und vor allem müssen wir uns eben überlegen, wenn wir so sehen, da ist 35, 38 oder was weiß ich, 49 plötzlich von einem auf anderen Tag, dann wird man überlegen, ob 49 und 51 nicht ziemlich ähnlich ist. Um das geht es, verstehen Sie? So. Im Übrigen gibt es ja so etwas bereits. Also es gibt unabhängig von der Inzidenzregeln, die Abstandsregel gilt für jeden, die Maske zum Beispiel im ÖPNV oder im Einzelhandel, ist für alle gleich, also egal, ob Sie jetzt im Prinzip eine Null-Inzidenz hätten oder ob Sie jetzt eine 100-Inzidenz haben. Das heißt, es gibt sehr wenig, aber es gibt einige Bereiche. Die Maske ist sicherlich das mit Abstand wirksamste Mittel, das auch im Zweifelsfall verstärkter zum Einsatz kommen könnte. Aber das wollen wir jetzt morgen mal bereden mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Deswegen, man muss sehen, was ist dann ein Hotspot und wird es dann ein Super-Hotspot und ähnliches mehr. Das verschiebt sich einfach, weil die Zahlen so auseinandergehen, beziehungsweise einfach steigen. Und zwar ziemlich schnell auch. Deswegen wird auch die Schwierigkeit sein, dass wir die Geschwindigkeit der Kommunikation mit der Geschwindigkeit von Corona synchronisiert. Wie im März, das geht plötzlich ganz schnell. Also ich habe kein gutes Gefühl im Moment. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache, denn es entwickelt sich vieles ähnlich wie damals. Und wir diskutieren Kleinigkeiten. Ich meine, das ist jetzt mit dem Beherbergungsverbot echt nicht schlimm, aber das ist echt kleine Fragen in der Relation, was da wirklich gerade im Moment entsteht. Das ist ein wichtiges Thema, Beherbergung, aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, warum wachsen die Zahlen und was tun wir das, um das zu reduzieren? Weil wenn wir das nämlich tun, dann ist das andere kein Problem. Die Mutter aller Probleme ist die Infektion. Nicht das immer damit, was dann passiert. So. Das Zweite zur Wissenschaft. Also ich muss ehrlich sagen, wir sind bislang sehr, sehr gut beraten worden über all die Monate. Da gab es auch in der Wissenschaft differenzierte Aussagen. Wir haben übrigens auch uns breit beraten lassen.
Ich habe nie nur, also anders als woanders, es gibt nicht den Chef oder die Chef-Virologin in Bayern. Wir haben uns immer breit aufgestellt, ob in der Ethik und in der juristischen Frage haben wir uns breit aufgestellt. Wir haben heute die Leopoldina eingeladen, die ein breites wissenschaftliches Expertisengremium ist, so kann man es, glaube ich, sagen. Und wir haben das auch gemacht. Wir haben regelmäßig 3, 4, 5 Professoren eingeladen und beraten. Und aus dem Substrat, kann ich jedenfalls in Bayern sagen, hat sich da eine einheitliche Linie gegeben. Hat noch nie ein einziger der bei uns in Bayern befindlichen Professoren das völlig anders gesehen. Aber Sie haben recht. Aber es ist ein bisschen unsere mediale Welt natürlich auch. Das ist, jeder hat so seinen Lieblingsvirologen oder seinen Lieblingsmediziner und der ein oder andere nimmt dann auch den mit einer besonders pointierten Meinung, so wie der Politik. Ja? Ja? Die Braven und Ruhigen werden nicht immer so genommen wie die etwas Offensiveren. Und deswegen, das ist normal, da habe ich jetzt nicht so das Problem, denn letztlich bleibe ich dabei, das sehen Sie jetzt an heute einer Umfrage wieder, bei uns in Bayern zumindest, an der Umfrage, auch letzte Woche Forschungsgruppe Wahlen, Umfrage auch von Infratestimab, wirklich eine, noch nie gab es zu einer so grundlegenden politischen Frage, noch nie in Deutschland, einen so breiten Konsens über die Angemessenheit. Nicht über jedes Detail. Also die Details kann man wirklich, da kann man auch trefflich streiten. 20 Personen, 25, 5, 6, 7, Alkohol, 22, 23. Jede dieser Fragen kann man perfekt diskutieren. Aber ich muss Ihnen immer die gleiche Antwort geben. Wir werden es nicht perfekt auf die Sekunde stellen können. Wir werden nicht jeden Grenzwert so definieren können, dass er über jeden Zweifel erhaben ist, weil der Zweifel ist leider auch Bestandteil genau dieser Debatten. Aber die Grundrichtung, um die geht es, die stimmt. Und da haben wir auch in Deutschland, glaube ich, sowohl was die Wissenschaft betrifft, die Politik betrifft und die Gesellschaft, einen insgesamt großen Konsens. Und da bin ich persönlich auch sehr dankbar dafür, weil sonst würde es die Arbeit noch viel schwieriger machen. Wobei ich Ihnen auch sage, der demoskopische Befund entscheidet über die Mitmachqualität bei all diesen Maßnahmen. Aber die Grundentscheidung, was richtig oder falsch ist, die muss man auch persönlich treffen und die muss man auch nach bestem Wissen und Gewissen treffen. Und die kann man jetzt nicht, weil man die Umfrage ein Prozent mehr oder weniger gibt, danach ändern. Das gilt zum Beispiel auch für Parteifragen oder Persönlichkeitswerte. Die, wenn gut sind, freut sich jeder mehr und führt auch bei dem einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen mehr zur Entspannung. Das merke ich auch richtig. Ja. Aber im Endeffekt kommt es ehrlich darauf an, dass wir das tun, wovon wir überzeugt sind. Und ich glaube, dass die schwierigste Zeit noch vor uns ist, weil gerade in diese Sekunde hinein schickt mir jemand aus Berlin noch meine Karte der Gebiete um uns herum. Da ist alles tiefrot, nur Deutschland noch gelb, mit Hang zu rot. So. Also, und die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt Deutschland überhaupt nicht betroffen ist, ist extrem unwahrscheinlich. Und das treibt mich um. Ich habe kein gutes Gefühl und deswegen möchte ich, dass wir uns wirklich jetzt morgen diese Chance der neuen MPK einfach nochmal nutzen, kleine Streitigkeiten beiseite zu lassen, große Linien, die große Linie zu finden. Die große Linie braucht es jetzt. Es braucht eine große Linie bei Corona und nicht das endlose Klein-Klein von irgendwie 2 da oder 5 da. Das ist jetzt entscheidend. Und die Kraft müssen wir aufbringen. Wir haben jetzt noch 3 Fragen. Als nächstes Christoph Trost, dpa, bitte. Frage an beide Herren nochmal. Herr Söder, Sie haben vorher von einem Ruck und von Durchbruch gesprochen, den es morgen braucht. Könnten Sie noch mal sagen, was sozusagen genau Sie damit meinen? Geht es darum, sozusagen neue Regeln aufzustellen, bestimmte Regeln zu verschärfen? Als Beispiel haben Sie ja die Maskenpflicht genannt, möglicherweise Ausweitung in bestimmte Gebiete hinein. Oder geht es auch darum, erstmal das, was ja im Prinzip auf dem Papier existiert, sozusagen erstmal durchzusetzen, umzusetzen? Weil wenn man sich anschaut, selbst München, was Sie als Vorbild loben, setzt ja nicht um, was in der Bayerischen Verordnung steht, nämlich die privaten Feiern, die Zahl zu beschränken, wenn ich es richtig sehe. Und in bundesweit habe ich da ehrlich gesagt nicht den Überblick. Das heißt, geht es um die Umsetzung dessen, was auf dem Papier ist, oder muss was verschärft werden? Und Frage auch an Herrn Haug dann bitte. Also ich will jetzt heute nicht bewusst gleich wieder einen 10 Hürden aufstellen, über die dann jeder zu springen hat. Das möchte ich nicht. Ich glaube, dass es die Baustellen sind und die Themen sind bekannt, die wir haben. Und wir müssen schauen, dass wir morgen das aus einem Guss hinbekommen. Dazu gehört 2 Dinge, in der Tat die Regeln und die Umsetzung der Regel. Schauen Sie, mein Gefühl ist, dass in Berlin der Senat jetzt nach der letzten MPK schon einiges beschlossen hat. Das ist mein Gefühl, wenn man das so liest. Von der Umsetzung höre ich, da arbeitet man auch noch dran.
Also da gibt es dann diese leichten Dinge, das sind aber auch nur Nebengeräusche, ob die Bundeswehr jetzt Nachverfolgung betreiben darf oder nicht, das sind jetzt noch, glaube ich, Nebengeräusche. Aber wir müssen beides machen, wir müssen die Verbindlichkeit der Regeln haben und da mehr Einheitlichkeit hinbekommen. Und wir brauchen zweitens auch die Umsetzungsrelevanz. Deswegen wird ja auch der Bund morgen nochmal mitarbeiten, mit Bundespolizei, mit Bundeswehr zu überlegen, Angebote RKI zu machen, damit wir auch da eine evaluierende gleiche Bereich bekommen. Insofern bin ich sehr gespannt. Es geht ja heute Abend schon in kleinen Runden los, sich zu überlegen, wie es weitergeht, wenn wir uns da austauschen. Und also ich bin voller Hoffnung, dass wir diese Chance morgen gemeinschaftlich nutzen müssen. Alexander Kein, Passauer Neue Presse. Herr Söder, Sie haben zu Beginn davon gesprochen, ein zweiter Lockdown rückt näher, wenn es keinen Ruck gibt. Unabhängig davon, ob man das als Vorhersage, als Warnung oder als Drohung empfindet, was ist denn eigentlich die Definition eines Lockdowns im Herbst 2020 im Gegensatz zum Frühjahr? Die Frau Breit-Kessler hat ja davon gesprochen, dass es auch eine Fehlermöglichkeit geben muss für Politiker, Dinge nicht mehr zu tun. Der Bundesgesundheitsminister hat ja auch schon gesagt, was man nicht mehr machen würde. Was verstehen wir also im Moment eigentlich unter einem Lockdown? Also das ist eine nüchterne Beschreibung dessen, was woanders stattfindet. Also das öffentliche Leben, Lockdown bedeutet immer das öffentliche Leben runterfahren. So. Über die Dimension, wie viel, hängt davon ab. Was wir, glaube ich, heute sagen könnten, Einzelhandel, ÖPNV, das alles müsste man nicht verändern, weil da haben wir mit viel Maske viele Möglichkeiten, das zu reduzieren. Wir haben den Schutz der Alten- und Pflegeheime gut vorangebracht, die man trotzdem weiter sensibel schützen müsste, haben wir geschafft, sehr stark. Es gäbe andere Bereiche, die werden sicherlich mehr diskutiert werden, all der ganze private Bereich stärker noch. Wir haben ja jetzt auch da noch relativ viele Möglichkeiten, die sind Gott sei Dank. Ich habe jetzt gelesen, in Österreich, also in der Nähe zur Grenze bei Salzburg, wird die Gastronomie jetzt wieder offenkundig nur bis 17 Uhr geöffnet und. Also der Maßnahmenkatalog, Herr Kein, ist der Bekannte, der da war. Für mich ist einfach entscheidend, noch einmal jedem klarzumachen, es geht jetzt um die Frage, reizen wir die Situation bis zum Schluss aus und sagen, dann ist halt das so? Oder sind wir eher vorausschauend und gehen damit sensibel um und machen weniger an Partien, was weiß ich, um dann am Ende länger alles aufrechterhalten zu können? Das ist, glaube ich, die eigentliche Frage, die es geht. Das ist die klassische Form. Esse ich so viel, wie ich kann und dann hinterher bin ich nicht so gut drauf? Oder esse ich etwas weniger, dafür öfter, so ungefähr? Und das ist auch die Grundsatzfrage von Prävention eigentlich, ja? Das ist das Stichwort und das Schlagwort von Prävention. Und deswegen jetzt präventiv zu arbeiten, ist besser als hinterher zu reparieren. Weil wir haben ja gesehen, welcher der Lockdown für Probleme hätte für uns. Vor allem wirtschaftlicher Art natürlich. Das ist ein Hauptpunkt gewesen für Schule, für Kita, für Isolation von Menschen und ähnliches mehr. Und dann muss man halt auch nochmal schauen, wie kreativ wir damit umgehen können. Frau Breit-Kessler hat schön gesagt, bei Kirchen, dann machen wir halt mehr Gottesdienste im Freien beispielsweise. Kann auch unheimlich auch stimmungsvoll sein und kann sogar eine Belebung bringen und. Aber jetzt klug agieren, umsichtig und präventiv und wie gesagt, nicht die Schlupflochsuche muss unser erstes Ziel sein. Also zu überlegen, wie können wir eine Vorschrift umgehen oder wie können wir die noch aushöhlen und auch die genaue Nachfrage, bis wie viel muss ich es machen, sondern hinter jeder dieser Vorschläge steckt ja auch eine Idee. Also Maske steckt eine Idee, Beschränkung von Privatfeiern. Und zählen wir dann genau, sind es jetzt 5 oder 10 oder 15? Vielleicht kann man auch die eine oder andere Feier mal im Moment ein wenig weniger machen. Vielleicht. Auch das ist jetzt überhaupt nicht schädlich, um dann später an Weihnachten in vernünftiger Form das zu machen. Also das ist einfach nur ein Appell. Ich bin einfach nur besorgt. Ich bin einfach nur besorgt. Die Zahlen, Sie kennen den Satz vorhin, ich habe gesagt, zu früh, zu hoch. Jetzt sind sie viel zu früh, viel zu hoch, wenn wir ehrlich sind. Viel zu früh, viel zu hoch. Und da hat jetzt immer keiner Schuld in dem Sinne. Aber wenn wir der Wahrheit nicht ins Auge sehen, wird es nicht besser. Und wenn wir Zeit damit verdrödeln, über Klein-Klein zu reden, wird es auch nicht besser. Sondern wir wollen das ja erhalten, was unser Leben und unsere Lebensqualität betrifft. Also das wird jetzt schon, sind jetzt, wie gesagt, entscheidende Wochen, die jetzt da vor uns liegen. Aber machbar ist das alles.
machbar ist das alles. Keinen Grund, jetzt da aufzugeben gar oder fatalistisch zu werden. Nee, aber ein bisschen anstrengend werden wir uns müssen. Die Abschlussfrage stellt Patricia Schäfer vom ZDF. Nochmal an den Ministerpräsidenten, Herr Söder. Ich würde gerne doch auch nochmal auf den Ruck zurückkommen. Wenn wir das alle morgen beobachten, was ist für Sie der Ruck? Was braucht es für einen Ruck und was wäre zu klein? Und würde das Beherbergungsverbot zwingend zu einem Ruck gehören? Das Beherbergungsverbot ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir die Infektionszahlen nach unten bekommen und dass deswegen überall dort, wo Infektionen entstehen, wir die Konzepte haben, die gleich verständlich und einheitlich sind, wie wir die Infektionszahlen reduzieren können. Ich bleibe dabei, das ist einfach deutlich mehr Maske, das ist deutlich weniger Alkohol und es ist deutlich weniger Partys, die gefeiert werden. Allein mit diesem Dreiklang, in gleicher Weise, in gleicher Größenordnung und in gleicher Durchsetzung könnten wir das Risiko, das vor uns liegt, deutlichst reduzieren. So. Kann man das dann denen erklären, die in Gegenden leben mit geringen Inzidenzen? Vielleicht eben. Schauen Sie, alle steigen. Wenn Sie zum Beispiel, ich habe die Liste nochmal vorbelegt, nehmen Sie mal, der von mir hochverehrte, also wirklich ein Freund Sachsen, der Ministerpräsident, die sind jetzt plötzlich auch bei 21. Wir sind bei 27. So, da gibt es keine Garantie dafür, dass es in Sachsen auf Dauer nicht passiert. Ich freue mich für jeden, wo es wenig ist, aber es gibt keine Garantie. Wenn Sie anschauen, unsere baden-württembergischen Freunde haben auch deutliche Sprünge nach oben. Die haben jetzt in einzelnen Fallzahlen für heute, sind mal über uns, mal sind sie drunter. Hessen, Niedersachsen, also überall springt es gerade. Deswegen wird am Ende auch nicht mehr die Frage sein, wer hat ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, sondern es gibt nicht in diesen Listen, wo wir jetzt monatelang diskutiert haben, wer ist besser oder schlechter, das gibt es nicht. Es gibt nur Betroffen und betroffen sind wir letztlich alle. Und aus dieser Betroffenheit heraus könnte der Wohlklang, das hört sich so wissenschaftlich nach Violine an und so. Aber was er meint, Professor Haug, wo ich dafür werbe, ist, nochmal, er hat es heute Morgen auch gesagt, ich habe ihn auch so verstanden als Unterstützung auch für die Position der Bundeskanzlerin, auch von uns so. Wir müssen da wirklich als gemeinschaftliches Team agieren. Die Politik als Gesamtteam. Und nicht so als Gruppe A, Gruppe B und so weiter. Das wäre, glaube ich, gut, dass nicht wir spielen gegeneinander, sondern wir müssen miteinander. Das wäre für mich der größte Ertrag, wenn der gelinge. Und dafür gibt es Chancen, weil ich jetzt von vielen das höre, die mir auch schreiben, dass wir das machen. Es wäre halt einfach positiv für die Bevölkerung. Vielleicht darf ich psychologisch gesehen noch etwas anfügen, verehrter Herr Ministerpräsident. Wenn man es nicht immer nur via Negationist beschreibt, auch wenn es ein Problem und eine Krise ist, könnte man ja sagen, wie heute merkt man es selten, dass es auf jeden Menschen in dieser Demokratie ankommt. Jeder Mann, jede Frau, jeder Jugendliche, jedes Kind ist total wichtig. Und alles, was wir machen, ist entscheidend für das große Ganze. Und das könnte einen ja eventuell beflügeln, auch in dieser Frage kreativ zu werden. Sind ja die schlichten Dinge, wo jeder Einzelne gefragt ist, aber motiviert werden muss, eine gewisse Disziplin braucht. Herr Söder hat die Solidarität angesprochen und das geht einfach einfacher durch diese klaren, verständlichen, einheitlichen Regeln und das Umsetzen dieser. Und unsere Verhaltenspsychologen im April hatten gesagt, Motivation, Motivation, Motivation. In der letzten Gruppe war das dann noch eher der Tenor, Motivation, Disziplin, klare Regeln und Umsetzen dieser. Aber es sind die schlichten Dinge und die müssen wirklich verständlich kommuniziert werden und deswegen diese große Hoffnung nach morgen. Schauen wir mal. Dann ist die Pressekonferenz beendet. Vielen Dank.